Ich habe schon sehr, sehr häufig jetzt die Frage gelesen, wie es meinem Bauch geht, nach dem Ja. Video. Ist Komm. wieder gut, aber komm, Schön schau mal raushauen, das mal. Dingen. Ist das hier mit YouTube nicht irgendwie? Ach. Jetzt aber mal auf den Stuhl hier. Das ist Ed's Stuhl. Jetzt mal drauf auf die Planke hier. Monorad. Geil ist das. Hier, das ist Shit, wenn du nicht boostest, weißt Ja, du? natürlich. Geil, ey. Oh, hier sagt gerade einer, bin hyped auf das Community-Treffen-Video. Ja, da können wir auch mal in der jetzt hier ansprechen. Können Ja. wir ja, oder? Ja, sicher. Ja, Warum klar. nicht? Knüpfen können wir. Also, es ist tatsächlich schon wieder was vorgefallen, das ist kaum zu glauben und daran sieht man auch wieder, was unsere Allmanns so für Viecher sind. Wir dürfen nichts hochladen vom Community-Treffen. Weil ich weiß gar nicht warum. Wir dürfen wahrscheinlich auch nicht zu sehr drauf eingehen, aber wir dürfen von unserem Community-Treffen leider nichts hochladen. Und das ist tatsächlich eine absolute Schande, weil wir haben so kranke Clips gefilmt. Es war unfassbar geil. Aber ja, wir dürfen leider nicht zu viel, glaube ich, darüber verraten, warum wir nicht hochladen dürfen und so. Aber es ist wirklich unfassbar lächerlich. Naja, komplett. Also. Also die Leute, die vor Ort waren, waren einfach nur geile Schweine. Wir haben eine geile Zeit gehabt, haben zusammen gesendet auch, war einfach nur geil. Dürfen nichts hochladen. Und hat nichts mit Ho also Nee, Holy hat damit nichts zu tun. nee. Nicht, dass Nee, jetzt irgendwie denkt, Holy oder so hat nee. damit Nee. was zu tun. Also Holy weiterhin geil. Aber es gibt wirklich, es ist wirklich unfassbar. Ja. Und finden wir selber halt auch so scheiße, weil alle haben so geil mitgemacht. Wir haben massives Moin oder was mit, keine Ahnung, 500, 600 Leuten oder so gefilmt. Wir haben kranke Stunts da gemacht vor Ort. Die Stimmung war wirklich richtig geil. Und es wird wirklich fürs nächste Community-Treffen so aufhypen, diese Clips zu zeigen. Aber ja, müssen wir auf jeden Fall irgendwann nochmal in einer geileren, Lo in einer viel geileren Location erwähnen. Ja. Dass Vielleicht es da können nochmal kranker wird dann. wir das Monowatt benutzen, müssen gucken, das ein bisschen zurecht bearbeiten vielleicht, aber ansonsten eigentlich 90%, 95% der Clips können wir auf jeden Fall nicht benutzen. Ja, also geil für alle, die da waren. Danke auch an der Stelle nochmal. Das war wirklich, also hat uns sehr, auch allen von uns, den Ruthless Jungs und uns allen eine Menge bedeutet. War also wirklich geisteskrank. Hat unsere Erwartungen bei weitem übertroffen. Komplett. Und ja, das nächste Treffen, vielleicht auch wieder mit Holy dann zusammen an einer anderen Location mit absoluter Eskalation. Also man muss ja immer noch einen draufsetzen und Ja. nächstes Mal wird geisteskrank dann. Und jetzt war es schon wirklich geisteskrank. Ja. Bin mal eine geile Location, wo jeder mal ein bisschen was ausprobieren kann und auch wahrscheinlich noch mit irgendwelchen Ständen oder irgendwelche Sachen, wo ihr einfach was ausprobieren könnt, euch ein bisschen selber unterhalten könnt oder so oder unterhalten lassen könnt und dann, ich glaube, das wäre ein geiler Tag. Naja, aber fürs Erste, das war jetzt wirklich absolut überragend, Ja. komplett geil. Käthe Klein sagt, der Dank gilt euch. Wie war es für euch? Sehr anstrengend. Ja, wie gesagt, es war geisteskrank. Also unsere Erwartungen wurden bei weitem übertroffen und auch mal so zu sehen, was so hinter diesen Aufrufzahlen und so hängt. Also wir sehen, es sind ja immer im Endgang sind ja nur Zahlen, weil man sieht die Leute ja nicht, wie viele das wirklich so in echt sind. Und das war ja auch nur ein Bruchteil von Leuten, die da waren. Wir schätzen so, insgesamt waren so 1000 bis 2000 Leute über den Tag verteilt wahrscheinlich da. Und ja, es wirkte schon, wahrscheinlich waren so das Höchste, was so zu einem Zeitpunkt da waren, waren wahrscheinlich so 600 oder sowas. Das wirkte schon so krank viel. Ja, war ultra geil. Man darf man natürlich nicht leugnen, natürlich war es auch anstrengend, die ganze Zeit Fotos zu machen und mit jedem sich zu unterhalten, aber das ist Meckern auf höchstem Niveau. Ich meine, das ist ja einfach nur geil. Also die absolute Ehre für einen, dass das so ist. Komplett. Und Ja, auch ja. einfach geil, die Leute mal so kennenzulernen, wirklich mal, was das so für Persönlichkeiten sind. Ja. Und ja, waren tatsächlich auch wir, also es, laut unseren Statistiken sind so die, ist so das Alter bei uns zwischen 4, nee, 18 und 34. Und können wir auch bestätigen. Also die waren sehr viele erwachsene Leute mit dabei. Und gar nicht, wie viele dann so sagen, ja, bei YouTubern immer nur die jüngere Zielgruppe. War schon krass. Ja. Boah, ich sehe hier gerade, es wurde auch ein Dirt Track auf dem Heisinger Berg zerstört. Ist das der am Baldeneysee oben? Heisinger Berg.
Könnte bald, oder? Boah. Kenne ihn auf jeden Fall nicht. Ja, genau, ja, genau, sagt er. Ja, es ist halt einfach genau die gleiche Scheiße wie mit den Aufnahmen von unserem Community-Treffen wahrscheinlich. Nur es bei euch noch viel beschissener ist, wenn ein ganzer Spot weggemacht wird. Das ist halt einfach Deutschland, checken nicht, dass irgendwas Geiles ist, was den Leuten Spaß bringt, was mal so ein bisschen gegen die Norm ist. Nur weil kein Fußballplatz oder was ist und vielleicht jetzt nicht genehmigt wurde von irgendwelchen 63-jährigen Vollspastis. Und dann einfach das Ding zu zerstören. Also das ist halt wirklich lächerlich, ja, wild zu machen. Da kann man halt leider... Ja, weiß nicht, was man da so gegen machen kann, wenn das Ding weg ist. Ja, einfach trotzdem auch lahn. Die sind da mit 2 Baggern in den Wald gefahren. Digga, und die 2 scheiß Bagger, die da durch den Wald fahren, sind wahrscheinlich besser für den Wald als so ein Track, der da schon seit einer Ewigkeit steht, ne? Alter, ich habe schon sehr, sehr häufig jetzt die Frage gelesen, wie es meinem Bauch geht, nach dem Video. Komm. Ist wieder gut, aber komm. Schön mal raushauen, das Ding. Ist das die mit YouTube richtig? Ach, rein da. Sieht man nicht mehr viel, sind hier so 2 Linien und hier so. 3, ja, da auch. Ja. Also einfach sind, Narben. Sind tatsächlich Narben, warte hier. Andere Seite, die hier. Die Seite. Alle Tier. Also. Ach komm, scheißegal jetzt. Aber war schon wilder als gedacht tatsächlich. Aber hat Spaß gemacht. Das war ein geiler Schmerz irgendwie. Das war so einer, den musst du erstmal realisieren. Der ist da weißt du, fuck, okay, es wird immer schlimmer und dann haut er nochmal richtig rein. Ja. Ja, das hatte ich jetzt auch, glaube ich. Wann haben wir das Video gedreht? Vor 2 Wochen? 3 Wochen? 2,5? Ja, schon. Irgendwie so gut, ja. Also ich habe jetzt nach 2 Wochen immer noch ein bisschen was davon. Jo. Ja. Das ist tatsächlich oft der Fall. Und die Verletzung oder was wir uns halt so, auch so Kleinigkeiten, so Schürfwunden, was man ja so in einem Video gar nicht so ganz mitkriegt oder langfristig, das begleitet uns ja in jedem Drehs eigentlich dann. Also bei euch ist immer Woche für Woche irgendwie was Neues, aber es ist bei uns ja auch oft so, dass wir ein Video drehen und dann 3 Tage später oder so, das nächste oder so, das ist halt immer noch mit dabei. Das muss man beachten bei den Videos. Also dass selbst so eine Scheiße jetzt so lange bleibt. Ja, aber ist ja auch geil. Verschleppt man einfach. Und gerade so auf Tour hast halt das Problem, du bist halt 2 oder 3 Wochen durchgehend am Drehen. Das heißt, wenn du heute was hast, was 2, 3 Tage hält, dann ist das in den nächsten 1, 2 Folgen immer noch mit drin und aktuell. Ja. Ist immer dann ein bisschen einschränkend, aber gut. Wann kommt das Maler-Video, wird die ganze Zeit gefragt. Maler-Videos kommen am 29.10. und am 5.11. Also in 2 Wochen, 2,5 Wochen kommt das erste. Da waren wir, da haben wir viel Parkour an unserer Finza gemacht und waren in einem Bunker. 2-mal geile Exploring-Missions haben wir. Mhm. Einmal im Bunker und einmal eine richtig fette Höhle. Ja. Und dann waren wir einmal, ja genau, die 2. war die Höhle und ja, und auch geil Klippenspringen von Jasbeck und von Ette und noch von 2, wir haben auch noch 2 Fans getroffen auf Malle, war einfach nur geil. Wir waren auf so einem Parkplatz und dann, wir machen uns da fertig unsere Sachen, dann steigen auf einmal 2 Jungs ein, aus dem Auto aus, paar Meter weiter, aus dem Auto raus, moin oder wat? Und hatten beide ein Schlappentrikot an. Der eine sogar das ganz alte Schlapp Up Your Life mit dem Regenbogen und der andere das neueste. Und dann haben wir die später da auch am Spot wieder getroffen und dann haben wir uns mit denen da in Fluten gejagt. Das war geil. Und die haben uns am Parkplatz noch gesagt, dass sie beide genau den gleichen Trick machen wollen wie wir beide jeweils. Also Jasper und der andere einmal den gleichen Trick und dann der andere noch und ich den gleichen Trick. Und dann haben wir uns da wirklich im Kollektiv da runtergejagt. War richtig geil. Ja, Mann. Einer fragt, trinkst du noch Bier? Interessante Frage. Ich habe tatsächlich auf Malle keinen, doch einen Schluck schon. Ich hab ein 0,3er Dosenbier getrunken zu meinem Geburtstag und ich habe 1-2 Mal einen Schluck probiert, aber ich trinke jetzt bis zum Boxkampf, also bis zu The Great Fight Night, keinen Alkohol. Also ich gehe wirklich ins absolute Trainingslager. Also nächste Woche am Montag fängt mein Training an. Ich habe einen kranken Boxcoach. Hier in Essen und dann gute Ernährung, kein Alkohol, wenig Zucker und wirklich Vollgas. Ich hoffe, ich verletze mich nicht, weil nebenbei drehen wir natürlich auch noch Videos und alles. Und da wird natürlich trotzdem gesendet und sowas, aber ich nehme das Ding sehr ernst. Also da will ich als, gibt viele Nicht-Streamer, aber so als, sag ich mal, als Sportler, das nehme ich tot ernst den Kampf. Und die Männer sind auch in einer todernsten Vorbereitung mit mir dabei. Ja, man nimmt noch einen Topkämpfer!
Moin! Alter, was geht ab? Dreh das Ding hier mal. Moin, Robert. Also, wo ist das? Hallo erstmal. Komm, wir haben uns schon gesehen heute. So, wenn euch die Streaming-Highlights gefallen haben, dann auf jeden Fall mal auf Twitch was weg abonnieren, schön reinfolgen, natürlich auch hier auf YouTube, einfach kostenlos rein abonnieren und dann sehen wir uns im nächsten Video, entweder in einer Reaction, in einem normalen Vlog vom Parkour, Klippen springen oder sonst so was Spaß macht oder einfach in der nächsten Reaction. Also, rein abonnieren, fertig ist.